Alexa, rufe den Weihnachtsmann an. Ich rufe den Weihnachtsmann an. Ho, ho, hier spricht der Weihnachtsmann. Leider kann ich gerade nicht sprechen. Ich repariere gerade die Geschenkeverpackmaschine, damit auch dein Geschenk toll verpackt unter dem Weihnachtsbaum steht. Ruf mich doch später noch einmal an. Gerade ganz viele Anrufe und kann leider nicht ans Telefon gehen. Probiere es doch später noch einmal. Du sprichst mit dem Anschluss vom Weihnachtsmann. Ich kann leider gerade nicht ans Telefon gehen. Ich suche nämlich im Keller nach den schönen Kugeln für unseren Weihnachtsbaum. Ruf doch später noch einmal an. Hallo, hier ist Toni, der Assistent vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist gerade mit den Rentieren in den Wald gefahren und sucht einen Weihnachtsbaum. Bisher ist er ja noch nicht fündig geworden. Steht bei dir schon ein Weihnachtsbaum? Nein. Es ist ja auch noch ein wenig Zeit. Wie soll denn dein Lieblingsweihnachtsbaum aussehen? Alles in Rot. Das klingt toll. Ich schau mal, wo der Weihnachtsmann und die Rentiere bleiben. Nicht, dass die sich im Wald verirrt haben. Ruf doch gerne später noch einmal an. Tschüss. Hallo, du bist es schon wieder. Ich genieße heute den Tag zusammen mit meiner Frau vor dem Kamin. Hier stürmt und pfeift der Wind gerade ordentlich ums Haus. Und weil wir mit den Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest schon gut vorangekommen sind, gönnen wir uns heute einen ganz gemütlichen Kamintag. Ruf gerne später noch einmal an, dann bin ich sicher auch richtig gut erholt. Hey, schön, dass du anrufst. Heute bin ich bei meinem guten alten Freund Knecht Ruprecht. Wir machen heute einen gemütlichen Spieletag vor dem Kamin. Das ist bei dem Wetter eine tolle Abwechslung. Ruf doch später noch einmal an. Hier ist der Anschluss vom Weihnachtsmann. Leider kann ich deinen Anruf gerade nicht entgegennehmen. Ich mache heute eine Probefahrt mit meinem reparierten Schlitten. Vielleicht versuchst du es einfach später noch einmal. Hier ist der Anschluss vom Weihnachtsmann. Du sprichst mit seinem Assistenten Toni. Mit wem spreche ich? Meise. Hallo, vielen Dank für deinen Anruf. Sicher wolltest du mit dem Weihnachtsmann sprechen. Leider ist er momentan mit der Planung seiner Geschenkeroute beschäftigt, weshalb ich seine Anrufe nun entgegennehme. Ich soll aber nachfragen, ob es bei dir schon geschneit hat. Nein. Das ist ja schade. Aber wir werden gleich mal nachfragen, ob bei dir noch Schnee geplant ist. Weiße Weihnachten ist doch einfach so viel schöner, nicht wahr? Es war schön, mit dir zu plaudern. Nun muss ich aber weitermachen. Bis bald. Der Weihnachtsmann. Ich kann gerade nicht ans Telefon gehen, denn ich habe gerade ein Spielzeugauto, das verschenkt werden soll, ausprobiert. Und jetzt ist es wohl zu schnell in den Wald gefahren. Das muss ich nun suchen. Bis später vielleicht. Ja, du hast die richtige Nummer gewählt. Hier ist der Weihnachtsmann. Ich bin gerade vor dem Haus und schippe Schnee. Hier am Nordpol hat es mal wieder ganz kräftig geschneit. Später bin ich sicher wieder erreichbar. Ruf doch einfach noch einmal wieder an. Hallo, hier ist der Weihnachtsmann. Heute war schon ganz schön viel los. Ich habe die Geschenkemaschine repariert und musste Geschenkepapier-Nachschub besorgen. Jetzt ruhe ich mich gerade im Sessel vor meinem Kamin aus und kann daher leider nicht ans Telefon gehen.
probiere es doch später noch einmal. Schön, dass du wieder anrufst. Ich bin gerade draußen im Wald und suche nach meinem Rentier Rudolf mit der roten leuchtenden Nase. Er war heute Morgen nicht in seinem Stall und ohne ihn kann ich in der Weihnachtsnacht nicht durch die Dunkelheit fliegen. Versuch's doch bitte später noch einmal. Hallo, hier ist das Weihnachtsmann-Telefon. Der Weihnachtsmann schaut gerade im Weihnachtspostamt, ob neue Briefe angekommen sind. Ihm schreiben ja so viele Kinder. Hast du ihm auch schon geschrieben? Ja. Toll, dann hat der Weihnachtsmann deinen Brief ja vielleicht sogar schon gelesen und deine Wünsche bei den Wichteln in Auftrag gegeben. Was hast du dir noch gleich gewünscht? Ein Fernseher. In der Werkstatt stehen gerade so viele Geschenke herum. Ich denke schon, dass da auch das für dich dabei ist. Spätestens an Weihnachten siehst du, ob es mit all deinen Wünschen geklappt hat. Ich muss nun auch mal wieder los. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Tschüss. Ho, 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 hier ist der Weihnachtsmann. Ich sitze gerade vor dem Kamin und lese ein paar von den vielen, vielen Wunschzetteln, die mich erreicht haben. Ob ich es noch schaffe, alle zu beantworten? Ich gebe mir zumindest Mühe. Hallo, heute gönnen wir uns mal ein bisschen Ruhe von dem vorweihnachtlichen Trubel. Einige Wichtel und ich bauen heute einen Schneemann. Mal schauen, ob ich noch eine Möhre für die Nase und einen alten Hut finde. Bis später. Tschüss. Ho, ho, ho. Ja, du hast die Nummer vom Weihnachtsmann gewählt. Ich erhole mich gerade noch vom Schneemann bauen. Stell dir vor, da hat ein Rentier tatsächlich die Möhrennase vom Schneemann stibitzt und aufgegessen. Es war trotzdem ein echt toller Tag. Tschüss. Hier ist der Anschluss vom Weihnachtsmann. Ich bin gerade in der Küche und bereite eine Überraschung zu. Mein Wichtel Hanno hat nämlich Geburtstag und ich überrasche ihn mit einer Geburtstagstorte mit ganz viel Marzipan. Mal schauen, ob die gelingt. Ruf doch später noch einmal an. Tschüss. Hier ist das Weihnachtsmann-Telefon. Wer ist denn da? Meise. Hallo, schön, dass du anrufst. Du wolltest sicher den Weihnachtsmann sprechen. Aber der ist zurzeit leider viel zu beschäftigt, um selbst ans Telefon zu gehen. Deshalb bin ich da. Ich bin Toni, der Assistent vom Weihnachtsmann. Weißt du denn schon, was du dir zu Weihnachten wünschst? Ja. Das ist gut, das zu wissen. Was wünschst du dir denn? Einen neuen Fernseher. Eine tolle Idee. Das werde ich dem Weihnachtsmann ausrichten. Ich sehe, da kommt schon der nächste Anruf für den Weihnachtsmann. Den muss ich auch annehmen. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Hallo, hier ist Toni, der Assistent vom Weihnachtsmann. Wer bist du denn? Meise. Schön, dass du anrufst. Der Weihnachtsmann ist gerade bei den Rentieren, denn die Rentiermama erwartet Nachwuchs. Der Weihnachtsmann liebt ja seine Rentiere. Hast du auch ein Haustier? Ja. Oh, was für Tiere hast du denn? Wollmäuse. Das sind tolle Tiere. Die mag der Weihnachtsmann auch total gerne. Also eigentlich mag der Weihnachtsmann ja alle Tiere. Ich schau auch mal, was der Rentiernachwuchs so macht. Ruf doch später wieder an. Tschüss. Hallo. Hier ist Toni, der Assistent vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist gerade in der Küche und backt Plätzchen. Hast du auch schon Plätzchen gebacken? Nein. Bis Weihnachten ist ja auch noch ein wenig Zeit. Ich denke, du wirst sicher noch backen. Naja, der Weihnachtsmann mag ja am liebsten einfache Butterplätzchen. Und ich liebe die auch. Was sind denn deine Lieblingsplätzchen? Vanillekipferl.
Oh, lecker. Da werde ich doch gleich mal in die Küche gehen und ein paar Plätzchen naschen. Das duftet so gut. Bis später mal. Tschüss. Hallo, hier ist das Weihnachtsmann-Telefon. Der Weihnachtsmann ist gerade mit den Rentieren unterwegs und übt mit ihnen das Slalomfahren. Denn an Weihnachten muss er in den Sackgassen seinen Schlitten schnell wenden können. Wohnst du in einer Sackgasse? Nein. Das ist dem Weihnachtsmann am liebsten. Denn in den Sackgassen ist es für seinen Schlitten manchmal richtig eng, musst du wissen. Aber bisher hat das immer super geklappt und alle Geschenke sind pünktlich angekommen. Ich muss jetzt auflegen. Ruf gerne später noch einmal an. Tschüss.